Ich wiederhole zunächst einmal die Definition eines algebraischen Rings. Das ist eine nicht leere Menge, auf der man zwei Operationen definiert hat, die Addition und die Multiplikation, wobei eben die Addition eine kommutative Gruppe bilden soll. Also es gilt das Kommutativgesetz, es gilt das Assoziativgesetz, es gibt ein Nullelement und zu jedem Element gibt es ein inverses Element, das man auch negatives Element bezeichnet. Und die Multiplikation muss das Assoziativgesetz erfüllen, also dass man kann bei der Multiplikation beliebig klammern und erhält immer das gleiche Resultat. Und es müssen die Distributivgesetze erfüllt sein, also man kann ausmultiplizieren. A mal B plus C ist eben A mal B plus A mal C. Es ist aber nicht unbedingt gefordert, dass die Multiplikation auch kommutativ ist, also braucht man noch ein zweites Distributivgesetz, dass man auch in die andere Richtung ausmultiplizieren kann. Nun beobachtet man aber, dass Ringe auch ineinander enthalten sein können, also dass zum Beispiel die geraden Zahlen, die einen Ring bilden, ja, man kann zwei gerade Zahlen addieren und multiplizieren und erhält wieder eine gerade Zahl und alle die Sätze, die hier gefordert sind, sind erfüllt. Das ist ein sogenannter Teilring oder ein Unterring vom Ring aller ganzen Zahlen. Und das und die ganzen Zahlen ist natürlich wieder ein Teil von, sagen wir, den rationalen Zahlen. Also man sieht, es gibt auch Teile von Ringen, die wieder Ringe sein können. Man bezeichnet solche Teile als Teilring oder auch als Unterring. Also man definiert allgemein, wenn R ein Ring ist und S ist eine nicht leere Teilmenge von R, dann sagt man S plus mal ist ein Unterring oder Teilring von R, wenn S plus mal wieder ein Ring ist. Selbstverständlich müssen hier dieselben Operationen verwendet werden. Also hier haben wir schon Beispiele gesehen. Es gibt aber auch triviale Beispiele, also das sind die trivialen Beispiele oder trivialen Unterringe. Das ist der Ring, der nur aus dem Nullelement besteht, mit Addition und Multiplikation. Denn wenn man 0 addiert mit sich selbst, kommt 0 heraus und wenn man 0 mit 0 multipliziert, kommt auch 0 heraus und das bildet einen Ring. Und das ist ein trivialer Unterring und natürlich gibt es auch den ganzen Ring selbst als trivialen Unterring. Wie kann man im Allgemeinen Unterringe identifizieren? Und da gibt es eine sehr einfache Eigenschaft. Nehmen wir an, wir haben einen Ring und S ist eine nicht leere Teilmenge von R, dann gilt die Eigenschaft, dass S ein Unterring ist, genau dann, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind, also wenn A und B in S sind, dann muss A minus B in S sein und A mal B in S. Das heißt, wir können hier relativ einfach nachweisen, wann eine Teilmenge eines Rings tatsächlich einen Unterring bildet. Wichtig ist, dass man die Abgeschlossenheit überprüft, also dass mit zwei Elementen die Summe, die Differenz und das Nullelement und so weiter wieder in dieser Menge drinnen ist und natürlich auch das Produkt von zwei Elementen enthalten sind. Alle anderen Eigenschaften, also dass es eine kommutative Gruppe bildet und dass das die Gesetze, Assoziativgesetz, Distributivgesetz und so weiter gelten, das ist ja natürlich automatisch erfüllt, man muss also nur das nachweisen. Also warum A minus B? Also man kann zum Beispiel mit einem Element A auch das Element B auch als A nehmen, dann hat man sofort das A minus A, also das 0 dabei ist
Also das Nullelement ist automatisch dabei. Und wenn man daher für A dann 0 und für B ein beliebiges Element nimmt, sieht man sofort, dass mit einem Element B auch minus B enthalten sein muss. Also man hat die Abgeschlossenheit des inversen Bildens. Und schließlich hat man, wenn man zwei Elemente A und B hat, natürlich dann auch A und eben minus B drin und kann dann A minus minus B betrachten. Man hat dann also auch A plus B in der Menge und A mal B ist auch drinnen. Und die andere Richtung ist offensichtlich. Also man kann sehr einfach nachweisen, ob eine Teilmenge tatsächlich einen Unterring bildet. Und ich möchte ein einfaches Beispiel dazu geben. Und zwar betrachten wir einen kommutativen Ring. Das heißt, dass die Multiplikation kommutativ ist. Wir betrachten ein Element A in R. Dann stellt man fest, dass A mal R ein Unterring ist. Was ist A mal R? A mal R, das ist die Menge aller Elemente A mal C, wo C alle Elemente des Rings durchläuft. Naja, wie kann man das nachweisen? Naja, ganz einfach, indem man hier diese Eigenschaften überprüft. Also man muss zeigen, dass die Differenz von zwei Elementen dieser Form wieder drinnen ist, aber das ist leicht, denn wenn man die Differenz von zwei Elementen dieser Art bildet, dann ist es wieder ein Element dieser Form. Also A mal C1 minus A mal C2 ist A mal C1 minus C2. Und wenn man zwei Elemente dieser Form multipliziert, dann ist das A mal C1 mal A mal C2 und damit sicherlich von dieser Bauart. Also das ist sicherlich ein Unterring. Zum Abschluss möchte ich die Frage stellen, welche Unterringe haben die ganzen Zahlen? Und die Antwort ist in dem Fall relativ einfach, weil es stellt sich heraus, dass alle Unterringe tatsächlich von dieser Bauart sind. Also die Antwort ist, naja, alle Unterringe sind von der Bauart m mal z, wo m eine natürliche Zahl ist, oder 0, also wenn wir mit den natürlichen Zahlen auch 0 einbeziehen, dann ist das die vollständige Antwort. Also alle Bereiche dieser Form sind Unterringe, das ist klar, das folgt aus diesem Beispiel. Aber was man hier auch noch überprüfen muss, dass eben keine anderen Teilmengen einen Unterring bilden können. Und das möchte ich zum Abschluss kurz klären. Es ist nicht sehr schwierig, es gibt zwei Fälle. Der erste Fall ist einfach, wenn man annimmt, dass die Menge S einfach nur aus dem Element 0 besteht, dann ist das sicherlich ein Unterring und kann man auch so darstellen, indem man hier einfach für M die Zahl 0 betrachtet. Der zweite Fall, der ist der eigentlich interessantere, wenn eben S nicht nur aus der Zahl 0 besteht, dann betrachtet man einfach jene Zahl M, die jetzt in S enthalten ist, die ungleich 0 ist, aber die kleinste Zahl ist. Also sei M die kleinste positive Zahl in S. Diese Zahl ist natürlich dann ungleich 0. Und wenn wir jetzt eine beliebige Zahl A in S betrachten, dann können wir die Zahl durch M dividieren. Also wir können A schreiben als Q mal M plus R, wobei R zwischen 0 und M liegt. Also R ist sicherlich kleiner als M. Nun stellt man natürlich fest, dass wenn M in S ist, muss natürlich auch M plus M, also 2 mal M in S liegen und so weiter. Also muss insgesamt m mal z enthalten sein in S. Also wir können nicht nur 2 mal m, auch 3 mal m, 4 mal m und auch die negativen Zahlen dazu betrachten. Also wir halten, dass alle Zahlen der Form m mal z in S enthalten sind. Und
Wenn wir jetzt hier diese Gleichung nochmal betrachten, können wir natürlich R darstellen als A minus Q mal M, Entschuldigung, A minus Q mal M. Sowohl A als auch Q mal M ist in S, daher ist R in S. S ist aber, M wurde so gewählt, dass es die kleinste positive Zahl ist, die in S ist. Da R strikt kleiner als M ist, muss R gleich 0 sein. Daher ist unser Element A sicher von der Bauart Q mal M. Das heißt, jedes Element in S muss von dieser Bauart sein. Daher muss S tatsächlich von der Bauart M mal Z sein. Das heißt, alle Unterringe von den ganzen Zahlen sind von dieser Bauart.